Hi, ich wollte das Video eigentlich im Wald machen, aber das Wetter hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es hat meine Kamera verregnet, die hat sich ausgeschaltet, um keinen Kurzschluss zu bekommen. Das war eine Noteinrichtung. Es geht um Folgendes. Ich hatte das mal in der Bushcraft-Gruppe bei Facebook, Bushcraft Beyond Survival, gepostet. Es geht um einen Sack. Müllsack, in dem gepresste PET-Flaschen reinkommen, PET-Flaschen. Und der ist dermaßen stabil, dass ich ihn für einen Regenponcho benutzen kann, welches muss, oder als Notshelter umfunktionieren kann, indem ich ihn aufschneide. Und das ist dieser. Der ist wirklich extrem dick. Das ist PELD, also Polyethylen Low Density, niedrige Dichte. Und ich muss dazu sagen, ich bin 1,76 Meter. Man sagt, von Arm zu Arm ist doch mal 1,76 Meter. Also Spannweite der Arme ist gleich der Körperlänge. Dann wären das hier praktisch 1,76 Meter, ja 80, 88 Zentimeter. Ich ziehe hier mal 20 weg, dann wären das 68, 1,76 Meter plus 68, überschlagen wir mal kurz, das wären circa etwas über 2,10 Meter. 2,10 Meter, 2,20 Meter oder so. So. Und ich denke, das ist reichlich. Ziehen wir das im Folgenden an. Muss man sich vorstellen, das kommt auf große Rollis drauf. Wenn man diesen faltet, entfaltet und aufschneidet, hat man 1,76 Meter so. Ich habe das schon einmal gemacht, aber ich habe das im Wald liegen. 1,76 Meter als Shelter gebaut. Ich habe das jetzt einfach nur mal so hin. So. Doppelte Höhe. Dann wären wir etwa hier. Und jetzt legen wir das als Lean-To nach vorne. Dann haben wir reichlich Platz. Und ich denke, das wäre sogar Platz für zwei Leute. Mal etwas über 2 Meter Länge. Haben wir eine Tarp und haben dies dabei, aber kein Schlafsack. Wir werden von schlechten Wetter überrascht. Sammeln zum Beispiel Laub, legen uns da rein wie in einen Schlafsack. Das Ding ist wirklich extrem stabil. Da kann man über Steine rollen, da kriegt man keine Löcher rein. Wenn wir gepresste PET-Flaschen fahren und haben das auf Rollis, geht selten so ein Sack mal kaputt. Also diese Dinger sind wirklich enorm stabil. Ja. So, und ich sage auch, wo man die herbekommt. Dazu bedeutet allerdings, muss man Glück haben. Ich arbeite bei der Rewe. Und zur Rewe gehören Penny, Thom, Thom Getränkemarkt, Thom Baumarkt. Und da könnte man überall mal nachfragen, zum Beispiel bei Rewe-Märkten. Am besten ist es natürlich bei einer Filiale, wenn man den Marktleiter fragt, dem ja meistens auch noch der Laden gehört. Ihr habt da so große Säcke für PET-Flaschen, kann ich einen haben. Ich kriege die eigentlich praktisch am laufenden Band geschenkt, weil die Leute wissen, dass ich da scharf drauf bin. Und wie gesagt, die kosten nichts. Ersetzen auf jeden Fall eine relativ billige Tarp aus dem Baumarkt und sind multifunktional. Eine Tarp aus dem Baumarkt ist nur eine Fläche. Das hier ist ein Sack. Man kann daraus machen einen Poncho, einen Schlafsack, einen Tarp für zwei Leute oder einen Tarp für eine Person. Plus halt, wenn ich das halbiere, praktisch hier den Lean-To, hier unten mache ich eine den Boden. Belege ich den Boden damit, um Feuchtigkeit vom Boden von mir fernzuhalten. Ist das ein billiges, billig, günstig, gratis
Poncho, Shelter, was auch immer, Schlafsack. So, kleiner kurzer Tipp für Buschkörper, kostet nichts. Und wer nicht fragt, der kriegt nichts. Hebe, ich sag's immer wieder, geiler Verein. So, das war's. Danke fürs Zuschauen. Bewertung, Kommentare, neue Subscriber sind gerne gesehen. Tschüss.